Achtung Reisende, der Einzug 3147 von Heilbronn nach Maske ankommt, 10:31. Für den Etwa 5 Minuten nach Gleis 19 ein. Bin schon da. Entschuldigung, ich bin hier nicht nur Empfangschef, auch Kellner. Ein Gast wollte ein Bier, dann habe ich es ihm gebracht. Womit kann ich dienen? Mein Vater wohnt hier bei Ihnen im Hotel. Er wollte mich von der Bahn abholen, aber wir haben uns verfehlt. Herr Klein aus Kassel. Ach, Herr Klein, ja, der wohnt hier, Zimmer 12 hat er. Ach, er wollte Sie abholen. Wusste er, dass Sie kommen? Ja, natürlich. Wissen Sie, Herr Klein ist nämlich gestern nicht nach Hause gekommen. Ja, was soll das heißen? Er hat nicht hier übernachtet. Das Zimmermädchen sagte es mir, das Bett war unbenutzt. Ja, aber er wohnt doch hier. Ja, ja, seine Sachen sind noch alle da. Da ist sein Anzug. Hier stehen ein paar Schuhe. Da ist sein Koffer. Entschuldigen Sie, ich habe natürlich sofort nachgesehen, aber es ist alles noch da. Zahnbürste, Rasierapparat. Also ich verstehe das nicht. Ja. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, natürlich. Aber es kommt schon mal vor, dass sein Gast gewissen Reizen dieser Stadt erliegt. Bisher sind noch alle wieder aufgetaucht. Nein. Mein Vater ist nicht der Typ dafür. Ausgeschlossen. Darf ich meine Sachen hier lassen, auf ihn warten? Selbstverständlich. Wenn Sie wollen. Bitte. Ach, entschuldigen Sie mich. Danke sehr und guten Appetit. Dankeschön. Wiedersehen. Hotel Schulte? Nein, Herr Klein ist nicht da, aber seine Tochter ist hier. Ja, sie ist gerade gekommen aus vor ein paar Minuten, ja. Einen Moment bitte, ich stelle durch. Hallo? Hallo? Wer war denn da eben am Telefon? Wer wollte mich sprechen? Eine Frau. Sie wollte ihren Vater sprechen. Ich sagte, er sei nicht da, aber seine Tochter sei hier. Ja, dann habe ich sie verbunden. Eine Frau? Hat sie ihren Namen nicht genannt? Nein. Ja, haben Sie den Anruf nicht bekommen? Sie hat aufgelegt. Entschuldigen Sie. Ja, Fräulein Klein. Wo ist hier die nächste Polizeiinspektion? Also, wenn ich Ihnen in dieser Sache behilflich sein kann. Das ist sehr nett. Was geschieht denn jetzt? Ja, das geht jetzt an den Grad ID und dann wird man in den Krankenhäuser nachfragen. Es könnte doch sein, dass er vielleicht einen Unfall gehabt hat. Das wird sich sicher aufklären. Die meisten Vermissten finden sich von selbst wieder ein und sind pudelmunter. Nein, es muss ihm was passiert sein. Es gibt keine andere Erklärung. Wenn wir irgendwas erfahren, gebe ich Ihnen sofort Bescheid. Machen Sie sich keine Sorgen. Danke. Gute Nacht. Eine Vermisstenanzeige. Ihr Vater wohnt hier in einem Hotel und ist seit gestern Nacht nicht nach Hause gekommen. Na, irgendwo wird er doch geschlafen haben. Schließt sie mal von sich auf andere. Bitte? Was? Also dann Zeit, dass ich nach Hause komme. Sie haben es gut, Sie können nach Hause. Ich habe die Nacht noch vor mir. Na, ich doch auch. Ja, aber nicht da. Guten Nacht. Gute Nacht.
es wird schon nicht so schlimm sein. Es gibt sicher eine ganz harmlose Erklärung dafür. Was denn für eine? Woran die da drin glauben, das weiß ich. Aber mein Vater ist nicht so einer. Er ist nach München gekommen, weil er musste Geld auftreiben, irgendwie. Wir hatten Schulden, die uns zur Verzweiflung trieben. Kommen Sie, ich bringe Sie ins Hotel zurück. Von wo kommt Ihr Vater? Aus Kassel. Wir haben da ein Papierwarengeschäft. Warum fährt er nun gerade nach München, um Geld aufzutreiben? Meine Mutter lebt hier. Meine Eltern sind geschieden. Meine Mutter hat wieder geheiratet, sehr gut geheiratet. Sie hat einen sehr wohlhabenden Mann. Mhm. Mein Vater dachte, dass sie ihm vielleicht helfen könne. Ich habe ihm davon abgeraten. Warum? Weil... Ja, das ist schon gut. Und warum sind Sie nach München gekommen? Weil mich mein Vater angerufen hat, vorgestern. Er sagte, komm her, ich habe endlich Geld aufgetrieben. Wir sind aus dem Schneider, komm her. Hat er gesagt, woher er das Geld hat? Nein. Haben Sie danach gefragt? Ja, natürlich. Aber er sagt es nicht? Nein. Er hat sehr geheimnisvoll. Könnte es sein, dass es vielleicht doch von Ihrer Mutter hat? Das glaube ich nicht. Warten Sie, ich komme mit rein. Vielleicht hat sich schon alles aufgeklärt. Guten Abend. Guten Abend. Oh, guten Abend. Ich bin extra hier geblieben, obwohl ich um 10 Uhr abgelöst werde. Das ist Herr Stanz, der den Nachtdienst macht. Und von meinem Vater haben Sie nichts gehört? Leider nein. Gustav, das ist das junge Mädchen, von dem ich dir erzählt habe, ja? Das Fräulein Klein. Ja, ja, ich verstehe. Ach, Sie wollten ein Zimmer? Der Herr ist von der Polizei. Ach, gleich mitgekommen, ne? Sehr gut, dann ist ja alles in besten Händen. Gustav, der Herr ist von der Polizei. Hm? Polizei! Ja, jetzt weiß es ganz München. Kann ich mir mal das Zimmer Ihres Vaters ansehen? Klar. Schlüssel? Ja. Es hängt alles noch da. Da ist sein Anzug, da oben sind seine Schuhe, am Waschbecken seine Zahnbürste, sein Rasierzeug. Weshalb hat er Sie gebeten, hierher zu kommen? Ich weiß es nicht. Ja, muss er einen Grund gehabt haben, Sie von Kassel hierher kommen zu lassen. Haben Sie gefragt? Ja, ich habe ihn öfter gefragt, warum ich herkommen soll. Er nannte den Grund nicht? Nein. Er hat nur zu mir gesagt, komm her, komm bitte her. Ja. Das tut mir sehr leid, Frau Klein, aber im Moment kann ich nichts tun. Ich danke Ihnen trotzdem, dass Sie mitgekommen sind. Es hat mir geholfen. Ich habe mich nicht so ganz allein gefühlt. Nein, das freut mich. Ich rufe Sie gleich morgen früh an. Ich hoffe, dann ist alles in Ordnung. Guten Abend. Zimmer 17 zum Hof hinaus. Unser ruhigstes Zimmer. Gute Nacht. Gute Nacht. Und hoffentlich findet alles eine harmlose Aufklärung. Ja, ja. Harmlose Aufklärung? Ach, wir hatten die Polizei im Haus. Ein Gast ist gestern nicht nach Hause gekommen. Und seine Tochter befürchtet, es könnte ihm etwas zugestoßen sein. Wie lange wollen Sie bleiben, Herr Gretzko? Kann ich nicht genau sagen. Ein paar Tage sicher. Du, Gustav, das ist Herr Gretzko. Er bekommt Zimmer 17 und bleibt ein paar Tage. Ja, ja. So, hier bitte. Ich hoffe, das Zimmer sagt Ihnen zu. Ja, ich bin zufrieden. Oh, danke, vielen Dank. Ich wünsche eine angenehme Nachtruhe. Ach, was ich noch sagen wollte. Unser Nachtportier, der Herr Stranz, ist ein wenig schwerhörig. Wenn Sie mit ihm reden, bitte laut und kräftig. Ja, ist gut. Bitte. Mit mir müssen Sie nicht laut und kräftig reden. Tue ich das? Entschuldigen Sie, das. Gute Nacht. Thank you.
schönen Tag in München. Vielen Dank. Guten Morgen, Fräulein Klein. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Nein, nicht sehr gut. War irgendein Anruf für mich heute Morgen? Nein, leider nicht. Sonst hätte ich schon Bescheid gesagt. Na, jetzt frühstücken Sie erst mal. Nehmen Sie Kaffee oder Tee? Kaffee. Ein Ei, Orangensaft? Nein, nein, nichts. Entschuldigen Sie, ich bin zu nervös. Na ja, das verstehe ich gut. Kommt sofort. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie anspreche. Ihr Vater hat hier im Hotel gewohnt, habe ich gehört. Mhm. Und ist nicht zurückgekehrt. Was kann denn da passiert sein? Ich weiß es nicht. Sie haben auch keine Vermutung? Nicht die geringste. Sie haben eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Ja, gestern Abend. Was will denn da die Polizei unternehmen? Sie tut doch hoffentlich irgendetwas. Was kann sie denn tun? Die Krankenhäuser anrufen, die Rettungsstation. Und Sie? Ein Kännchen Kaffee, bitte sehr. Danke. Und Sie, was werden Sie tun? Ich weiß es noch nicht. Sie müssen doch irgendetwas unternehmen. Ich helfe Ihnen gerne, wenn Sie Hilfe brauchen. Kein Problem, ich habe meinen Wagen draußen. Ich fahre Sie, wohin Sie wollen. Das würden Sie wirklich tun? Ja, mit dem größten Vergnügen. Vielen Dank. Wissen Sie, ich bin Hals über Kopf aus Kassel weggefahren und ich habe auch nicht sehr viel Geld bei mir. Ich könnte mir kein Taxi leisten. Dann haben Sie doch schon ein Problem weniger. Fräulein Klein, ein Anruf für Sie. Es ist die Polizei. Ja? Ich bin's, Derek. Das Wichtigste erst einmal vorweg. Ihr Vater ist nicht gefunden worden. Verstehen Sie, wenn er verletzt wäre oder... Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss das sagen, wenn er tot wäre, dann hätten wir sicher schon eine Nachricht. Es besteht also durchaus die Hoffnung, dass er ganz plötzlich wieder da ist. Ja, danke. Besten Dank. Besuchen Sie doch mal Ihre Mutter. Haben Sie die Adresse? Ihr Vater ist doch sicher bei ihr gewesen. Vielleicht weiß sie etwas. Ach ja, und dann noch eine Frage. Wie sieht's mit dem Geld aus? Naja, das habe ich mir gedacht. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich schicke Ihnen einen Kollegen vorbei, der wird Ihnen behilflich sein. Vor allen Dingen wird er Sie gleich mal zu Ihrer Mutter fahren. In Ordnung? Danke. Sie sind sehr liebenswürdig. Ja, ich warte hier. Na, hat er sich denn aufgeklärt? Man hat doch keine Spur von meinem Vater. Aber man wird mir einen Beamten vorbeischicken, der mir behilflich sein wird. Ach so. Vielen Dank nochmal für Ihr Angebot, aber ich habe ja dann einen Wagen. Es wäre mir wirklich ein Vergnügen gewesen. Danke. Guten Tag. Grüß Gott. Ich suche Fräulein Klein. Ja, bitte. Ja? Grüß Gott, mein Name ist auch Klein. Ich bin von der Polizei, ich wollte Sie abholen. Mhm. Fahren wir. Wiedersehen. Guten Tag. Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie sich so um mich kümmern. Das haben Sie Oberinspektor Derek zu verdanken. Wissen Sie, wir kümmern uns eigentlich um Dinge, die uns gar nichts angehen. Aber ich habe doch eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Ja, aber wir sind von der Mordkommission. Ja, das war gestern Abend reiner Zufall, dass Sie meinen Kollegen da in der Polizeiinspektion getroffen haben. Wie
Vielleicht ist der Fall bei Ihnen doch in den richtigen Händen. Das hoffe ich nicht. Wissen Sie, von all den Vermissten finden sich die meisten wieder ein. Wenn es bei meinem Vater nicht so ist? Ich verstehe, Sie machen sich Sorgen. Aber vielleicht ist alles mal ganz anders. Sagen Sie, wie war das mit Ihren Eltern? Die sind geschieden. Ja, ich war damals noch ein Kind. Und Ihre Mutter wurde schuldig geschieden und deswegen leben Sie mit Ihrem Vater zusammen. Aber Sie sehen Ihre Mutter öfter? Nein. Was, in all den Jahren nicht ein einziges Mal? Nein. Und Ihr Vater, hat der eine Verbindung zu ihr? Er hat nur von ihr gehört, über andere, dass sie vor 3 Jahren wieder geheiratet hat und dass es ihr glänzend geht. Angst vom Wiedersehen? Nach so vielen Jahren? Ja, bitte? Guten Tag, wir hätten gerne Frau... Frau Windorf. Frau Windorf gesprochen. In welcher Angelegenheit? Ja, das ist Fräulein Klein, Ihre Tochter, und ich bin von der Polizei. Wollen Sie bitte reinkommen? Können Sie bitte hier einen Augenblick warten? Vielleicht will sie mich gar nicht sehen. Das passt zu ihr. Mein Vater hat immer gesagt, ich konnte sie nicht halten. Sie wollte immer Verhältnisse, die ich ihr nicht bieten konnte. Magda. Als Kind in Hellau. Aber natürlich, wie alt warst du denn? 10 war ich. 10. Und jetzt ein junges Mädchen. Willst du was trinken? Darauf müssen wir, auf das Wiedersehen nach all den Jahren, darauf müssen wir etwas trinken. Möchtest du ein Glas Champagner? Also ich brauch's. Jetzt brauche ich eins. Elisa! Dich wiederzusehen. Darauf war ich nicht vorbereitet. Elisa! Elisa! Ja? Bringen Sie Champagner. Ja, ich habe verstanden. Sie sind von der Polizei? Ja. Und? Mein Vater ist verschwunden. Und ich habe mich an die Polizei gewandt. Verschwunden? Ja, er ist seit 2 Tagen nicht mehr ins Hotel zurückgekommen. Nicht zurückgekommen? Nein, alle seine Sachen sind da. Er ist nicht etwa abgereist. Seinetwegen bin ich hier. Um dich zu fragen, ob du weißt, wo er sich aufhält. Dein Vater? Ja, er war doch bei dir. Er ist nach München gekommen, um dich zu sehen und mit dir zu sprechen. Ja, ja.
War er hier? Hast du mit ihm gesprochen? Ja, ja, er war hier. Wann war das denn? Was haben wir heute, Donnerstag? Ja, dann war er vor 3 Tagen hier. Ja, das wäre dann am Montag gewesen. Nein, nein, Montag war es nicht. Das war am Freitag oder Samstag. Ja, ich habe ihn 2-mal gesehen. Wir waren in einem Café und dann war er allerdings auch hier. Kommen Sie, Elisa, kommen Sie. Bitte greifen Sie zu, einen Begrüßungsschluck. Nimm, Kind. Geben Sie ihr. Danke. Danke, Elisa. Auf dein Wohl, Kind. Auf dein Wohl. Das Ihre. Also Ihr geschiedener Mann hat Sie am Freitag aufgesucht. Können wir das so festhalten? Ja. Ja, es war Freitag. Er rief an. Elisa war am Telefon. Sie sagte, dass ein gewisser Herr Klein mich zu sprechen wünsche. Ja. Wollte mich unbedingt sprechen. Und wo haben Sie sich dann getroffen? Im Café Luitpold in der Brienner Straße. Und hat er gesagt, was er von Ihnen will? Ja. Ja, was hat er jetzt? Ein Schreibwarengeschäft? Ja. Das nicht sehr gut geht. Damals, als wir verheiratet waren, hatte er einen Waschsalon, der auch nicht sehr gut ging. Er bat mich um Unterstützung. Genauer gesagt, er wollte Kapital. Sehr viel Geld, das ich ihm nicht geben konnte. Ich sagte ihm, dass ich nicht über so große Summen verfügen kann. Was hast du dir gedacht, fragte ich, dass ich die Handtasche aufmache und einen Scheck ausschreibe? Du hast seine Bitte also abgeschlagen? Ja. Ja, das habe ich getan. Wann haben Sie sich dann wiedergesehen? Am folgenden Tag. Am Samstag also? Ja. Er stand plötzlich vor der Tür. Ach, Sie waren gar nicht mit ihm verabredet? Nein. Er kam gegen meinen Willen. Das muss ich offen sagen. Weil ich keine Lösung für sein Problem sah. Ich versuchte noch einmal, ihm klarzumachen, dass ich ihm nicht helfen kann. Konntest du wirklich nicht? Nein, Kind, nein. Ich wollte auch nicht. Er hat mir auch nicht geholfen. In all den Jahren durfte ich dich nicht ein einziges Mal sehen. Glaubt man, durch die Absage, ich meine, wird Selbstmord angenommen? Nein, nein, das tun wir nicht. Ihr Ex-Mann hat am Montagabend ihre Tochter in Kassel angerufen, gesagt, dass alles in Ordnung ist und er ist irgendwie an Geld gekommen. Wie erklärst du dir das? Ich kann mir das nicht erklären. Sie haben Herrn Klein also demnach nach diesem Freitag und Samstag dann nicht wiedergesehen? Nein, das kann ich beschwören. Wieso sagst du, ich beschwöre es? Es ist nicht von dir verlangt worden. Keiner hat dir einen Vorwurf gemacht. Schon gut, Kind, schon gut. Was willst du jetzt tun? Was soll sie tun? Tja, im Moment können wir nur warten, bis wir über ihren... dass wir über Ihren Vater irgendetwas erfahren. Wirst du im Hotel bleiben, wenn du etwas erfährst? Verständigst du mich bitte? Würde es dich denn interessieren? Wir hören der Wagen da draußen. Haben wir Besuch? Ja, für Ihre Frau. Muss ich rein oder wer ist es denn? Die Tochter Ihrer Frau. Die Tochter? Haben Sie gesagt, die Tochter meiner Frau? Ja. Die Tochter? Das ist eine Überraschung. Was höre ich? Deine Tochter ist gekommen? Herzlich willkommen. Ich freue mich. Ich freue mich ungemein, dass Sie
Sie heißen, Ihr Vorname? Magda. Ja, richtig, Magda. Ich habe natürlich gewusst, dass Sie existieren, aber ich habe Sie immer als Kind gesehen. Also ich freue mich wirklich, dass wir uns kennenlernen. Ja. Ah ja, und Sie sind? Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja. Ist denn irgendwas passiert? Mein geschiedener Mann hat mich aufgesucht. Wir haben uns gesehen am Freitag, am Samstag. Davon hast du mir ja gar nichts erzählt. Nein, absichtlich nicht. Er wollte, dass ich ihm helfe. Es ginge ihm schlecht. Er brauchte Geld. Ja. Und warum haben wir ihm das nicht gegeben? Entschuldige, aber ich wusste nicht, dass... Was hattest du denn für Bedenken? Ihn mir vorzustellen, deinen ersten Mann? Ist doch so viele Jahre her. Wie viele Jahre? 8 Jahre. Ja. Nach so langer Zeit tut das doch niemandem weh. Aber trotzdem war deine Entscheidung falsch, aber das lässt sich ja korrigieren. Wo ist denn Ihr Vater? Er ist vermisst. Er ist seit 2 Tagen nicht auffindbar. Deshalb die Polizei. Ach ja, bitte, kommen Sie auf mein Zimmer. Da vorgehen, ne? Ja, was ist passiert? Warum hast du deinen Mann eigentlich nicht gefragt? Das verstehst du nicht. Er hätte ihm das Geld gegeben. Das sagt er jetzt so leicht. Dein Vater wollte viel Geld. Er hätte aber Verständnis dafür gehabt. Als dein Vater hier anrief und sagte, dass er in München sei, mich sehen wolle. Und an ein Verbrechen denken Sie nicht? Ja, das ist nicht auszuschließen, aber so wie es im Moment aussieht, spricht nichts dafür. Ich weiß jetzt, worum es geht. Sie bleiben natürlich nicht da in diesem Hotel. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Sie packen Ihre Sachen zusammen und kommen her. Sie wird bei uns wohnen, bis der Fall geklärt ist. Bei uns wohnen? Ja. Hier im Haus? Ja, hier bei uns im Haus. Sie ist doch deine Tochter. Sie ist in einer schwierigen Situation und sie braucht deine Hilfe. Wir holen gleich ihre Sachen. Sie soll bei uns hier wohnen. Du hast doch nichts ernsthaft dagegen. Ich habe Sie noch gar nicht gefragt, ob Sie einverstanden sind. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, Ihnen zu helfen. Sie sind Hannas Tochter. Also der Vater war toll. Er hat seine Tochter umarmt und das war voller Herzlichkeit. Und Ihre Mutter? Ja, die war völlig erschrocken, als sie hörte, dass ihre Tochter jetzt plötzlich bei ihrem Haus wohnen sollte. Sie war erschrocken? Ja, ich hatte den Eindruck, sie war völlig durcheinander. Naja, also gut, sie sieht ihre Tochter nach 8 Jahren zum ersten Mal wieder. Ist ja Grund genug, um, wie du sagst, völlig durcheinander zu sein. Nee, das war mehr. Sie war richtig in Panik geraten. Panik? Ja, ich kann es nicht anders sagen. Derek? Wo? Ja, es ist gut. Die Jacke lag da drüben. Der Spaziergänger da, der den Toten gefunden hat, hat zunächst die Jacke gefunden und sie aufgehoben. Die Fundstelle ist bezeichnet worden. Der Ausweis war der Jacke.
günstiges Hotel? Aber ein billiges. Mhm. Ist das Ihr Koffer? Nein, diese Tasche hier. Ich habe kaum was ausgepackt. Der Portier ist ein sehr netter Mann. Aber er sagt, dass das Zimmer hier geräumt werden muss. Denn wir können doch nicht die Sachen Ihres Vaters einfach so zusammenpacken. Ach, ich verstehe. Die haben Angst, dass die Rechnung nicht bezahlt wird. Ja, ich glaube, das ist es. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Wir stellen die Rechnung wöchentlich und... Ich verstehe Sie ja. Wie hoch ist denn die Rechnung? Einen Moment bitte. Ich zahle eine Woche im Voraus. Fräulein Klein. Ja? Es tut mir sehr leid. Ich habe keine gute Nachricht für Sie. Was Besonderes? Ja, Stadtplan. Ja. Schau mal. Sie hat sich hingelegt. Ach, bitte mach mir doch auch einen Drink. Also, ich verstehe dich nicht. Die hast du doch so lange nicht gesehen. 8 Jahre. Ich meine, so sehr kann doch eine Beziehung nicht abbrechen oder aufhören. Sie ist doch deine Tochter. Ja. Ja. Aber es ist nicht gut, dass sie nur zum Haus ist. Es ist nicht gut. Glaub mir. Was ist denn mit dir? Warum bist du denn so aufgeregt? Du, hier hat sich etwas durchgedrückt. Schaust du mal, Stefan? Hanna, liebe Hanna. Der Text geht weiter. Bring das ins Labor, die sollen das sichtbar machen. Komm. Ich bitte dich, geh doch rauf zu mir. Sprich mit ihr. Ich glaube, sie wartet darauf. Geh nicht drauf. Ich kann das nicht. Entschuldige. Ich habe in solchen Situationen immer versagt. Verlang das nicht von mir. Das Gästebuch sehen, bitte. Ja, natürlich, bitte. Sagen Sie, könnte einer Ihrer Gäste über Herrn Klein Auskunft geben? Ich meine, hat er jemanden kennengelernt und jemanden gesprochen? Mir ist nicht aufgefallen, dass Herr Klein mit einem anderen Gast Verbindung gehabt hat. Er ist sehr, sehr, na, wie soll ich sagen, sehr in sich gekehrt. Herr Kaufmann? Sicher nicht, nein. Dann Herrn Frau Wedekind? Nein, ich glaube nicht, dass die sich kennen. Schreiben Sie den Namen auf. Ja. Herr Schneider? Der kommt praktisch nur zum Schlafen her. Herr Gresko? Der ist vor einer halben Stunde abgereist. Was? Abgereist? Nachts? War ziemlich ungewöhnlich. Hat er seine Adresse da gelassen? Nee, hier steht nichts. Hat er es eilig gehabt? Ja, ja, schien so. Hat er einen Grund angegeben, warum? Ich meine, muss er die ganze Nacht bezahlen? Ja, bezahlt hat er. Also Grund hat er keinen angegeben. Noch was. Herr Klein hat doch sicher telefoniert. Ich meine, geht das dann über Sie oder hat er sich jeweils ein Amt geben lassen? Nee, das geht über mich. Zimmer 12. Das sind 4 Gespräche, nein, 5. Eins nach Kassel, das andere sind Münchner Anschlüsse. Die Nummern stehen hier. Diese. Sieh mich nicht so an. Ich weiß genau, worauf du wartest. Hanna, ich möchte dich nicht quälen. Ich möchte dich nur verstehen. Also gut, ich gehe raus.
Du schläfst noch nicht. Es ist dir nicht recht, dass ich hier bin, nicht wahr? Warum eigentlich nicht? Warum? Dein Vater. Kommt einfach her. Kündigt sich nicht an. Kommt her und will Geld. Von dir. Und dir hat er kein Wort gesagt. Was redest du denn da? Mein Vater ist tot! Das weiß ich doch. Das weiß ich doch, das habe ich gehört. Mama. Ja, ich danke Ihnen, meine Herren. Thank you, Mr. Phillips. Danke, Mr. Phillips. Ach, Ewald, hast du einen Moment Zeit für mich? Ich wollte die Verträge ausfertigen, sind Sie nicht wollen. Doch. Aber ich habe noch eine private Sache. Komm, bitte. Komm, Ewald. Zigarette? Ja, gern. Bitte. Ja, es betrifft meine Familie. Ihre Familie? Ja. Ich habe nun auch, also die Umstände sind sehr tragisch. Ich habe jetzt auch eine Tochter. Eine Tochter? Meine Frau war schon mal verheiratet. Ach, haben wir darüber nicht schon mal gesprochen? Nein, ich glaube, Ihre Frau erwähnte es irgendwann einmal ganz nebenbei. Ja, und Ihr Mann, also Ihr erster Mann, ist hier in München gestorben. Vielleicht sogar ermordet worden. Ermordet? Entschuldigung, Herr Windorf, zwei Herren von der Kriminalpolizei. Ja, einen Augenblick bitte. Vielleicht erfahre ich jetzt Näheres. Wie alt ist denn das Kind? Ein Kind ist gut. Das ist eine junge Dame, Anfang 20. Ich möchte gerne, dass wir etwas für sie tun, sie vielleicht hier unterbringen. Am besten, du sprichst mal mit ihr, machst dir ein Bild und überlegst dir, was wir hier für sie tun können, ja? Danke dir. Bitte, mein Herr. Danke. Guten Tag, Herr Windorf. Guten Tag. Aber bitte. Dankeschön. Ach, weiß man denn schon, woran er starb? Ja, an einem Pflanzenschutzmittel. Ah, also Selbstmord. Nein, es war kein Selbstmord. Bestimmte Umstände lassen auf Mord schließen. Ja. Was denn für Umstände? Nun, erst einmal hat Herr Klein das Gift, an dem er gestorben ist, nicht da zu sich genommen, wo er gefunden wurde. Und zwar eindeutig nicht. Der Tod ist dahin gebracht worden. Das haben unsere Ermittlungen ergeben. Selbstmord scheidet auch noch aus einem anderen Grund aus. Herr Klein hat mit seiner Tochter telefoniert. Er hatte gesagt, dass seine finanziellen Verhältnisse geregelt seien. Richtig, ja, das sagte ja die Tochter. Ja. Also, Mord. Ja, aber wer könnte so etwas getan haben? Und aus welchem Grunde? Das wissen wir nicht. Herr Klein hat telefoniert mehrere Male. Hier, mit dieser Nummer. Das ist meine Privatnummer. Ja, das deckt sich mit den Aussagen Ihrer Frau. Klein hat dreimal bei Ihnen zu Hause angerufen, am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Und am Montag war ebenfalls ein Gespräch verzeichnet. Hier, mit dieser Nummer. Das ist die Nummer hier. Das ist unsere Sammelnummer. Hat der Klein am Montag mit Ihnen telefoniert, Herr Windorf? Mit mir aber nein. So was wüsste ich. Einen Moment. Frau Wimmer? Kommen Sie doch mal bitte. Haben Sie am vergangenen Montag ein Gespräch durchgestellt? Alle Gespräche hier im Haus gehen über Frau Wimmer. Eines gewissen Herrn Klein? Nein. Es wäre gut, wenn Sie ganz sicher wären. Ich bin ganz sicher. Danke, Frau Wimmer. Ich weiß nicht, was das alles bedeuten soll. Und die Telefonzentrale zu befragen, das hat auch nicht viel Sinn. Aber wenn Sie wollen, bitte. Ja? Ja, kommen Sie doch in mein Büro. Sofort, ja. Das ist ein Mitarbeiter. Er wird Ihnen die Telefonzentrale zeigen, wenn Sie Wert drauf legen. Dann unter Ordnung. Ja, bitte. Kommen Sie, Gresko.
Das ist Herr Gresko, einer unserer tüchtigen jungen Leute. Die Herren sind von der Polizei. Guten Tag. Guten Tag. Es handelt sich um einen Anruf, der am Montag, die Uhrzeit ist wohl nicht bekannt. Nein. Der am Montag im Laufe des Tages geführt wurde von einem gewissen Herrn Klein. Mit unserer Nummer, der Sammelnummer. Veranlassen Sie eine dringende, besonders dringende Rundfrage an alle Anschlüsse unseres Hauses, wer den Anruf dieses Herrn Klein entgegengenommen hat. Ja? Sich über die Telefonzentrale zu erkundigen, das wäre... Das wäre sinnlos, was? Unsere Telefonistin bekommt täglich hunderte von Anrufen. Nein. Aber die Rundfrage will ich gerne machen. Ja, da wären wir Ihnen sehr dankbar. Auch keine Ursache. Sie können mir nicht mehr sagen... Worüber? Über diesen Herrn Klein. Nein. Gresko, das könnte doch der Mann sein. So häufig ist der Name doch nicht. Wir hätten ihn doch fragen können, war es im Hotel? Wenn ja, was haben Sie dort gemacht? Na, nur mal langsam. Langsam, Ari. Weißt du, es ist mir noch zu früh, wir wissen so wenig über ihn. Na gut, wir haben eine Tür aufgemacht. Aber jetzt wollen wir mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Du machst mir Vorwürfe. Das ist nur natürlich. Du bist mit Vorwürfen gegen mich aufgewachsen. Die Vorwürfen gegen deine Mutter, die dich verlassen hat. Ich war sehr jung, als dein Vater mich geheiratet hat. Zu jung. Bevor man heiratet, sollte man wissen, was man vom Leben will. Ich habe das erst nachher erfahren. Ich begriff, dass ich meine Ehe mit Verzicht beginnen musste. Es gibt Wünsche, die hat man, die vergisst man. Es gibt auch Wünsche, die hängen mit dem Charakter, mit dem Menschen zusammen, der man ist. Sich gegen solche Wünsche zu wehren, das ist sehr schwer. Für mich war es unmöglich. Ich habe deinen Vater verlassen, weil er nicht der richtige Mann für mich war. Wir gehen essen, ja? Ich esse mittags nie zu Hause. Alt genug bist, um die Gründe zu verstehen. Dem Kind, das du warst, konnte ich nicht sagen, dass ich eben ausgeliefert war. Meinen Gefühlen. Ja, warum soll ich es nicht direkt sagen? Meinem Körper. Dankbar für ein Wort oder eine Geste.
Mama. Und jetzt mache ich dir Kaffee. Nicht Elisa, ich mache ihn dir. Komm mit. Elisa? Elisa, wir machen jetzt Kaffee. Und zwar, ich mache ihn. Sie rühren keinen Finger. Nur, wo ist denn der Kaffee? So. Lass mal. Nimmst du auch Milch? Ja. Kurze? Hm. Zucker auch? Ein oder zwei? Warum tust du das, Mama? Weißt du etwas über Vater? Warum er und wie er gestorben ist? Hanna, entschuldige, dass ich jetzt erst komme. Entschuldige. Aber warum gehst du denn schon so früh? Ach, du gehst dir aus dem Wege. Warum? Wenn ich dich nur verstehen könnte. Schick sie weg! Gresco Hugo Wilhelm, 31 Jahre, Diplomkaufmann. Arbeitet in der Public Relations Abteilung unter einem Herrn Balke. Also, welche Verbindung besteht da zu Windorf, zu Frau Windorf? Na, vielleicht weiß es dieser Balke. Polizei? Entschuldigen Sie bitte, dass wir Sie am Samstagvormittag stören. Ja, aber das macht ja nichts. Worum geht es denn? Können wir reinkommen? Ja, aber natürlich. Danke. Darf ich Ihnen was anbieten? Ja, wir wollten nur eine Auskunft haben. Eine Auskunft? Ja, über Herrn Gresco. Gresco? Der arbeitet doch bei Ihnen. Ja, er arbeitet in meiner Abteilung. Ne? Bitteschön. Was wollen Sie über ihn wissen? Herr Gresco hat am 17., 16. und 17. in einem Münchner Hotel gewohnt. In einem Hotel? Mhm. Ja, in der Fürstenstraße. Ach ja, richtig, er hat zwei Tage Urlaub genommen. Aber um in ein Hotel zu ziehen? Ja. Und im gleichen Hotel wohnte ein Mann namens Klein. Sagt Ihnen der Name was? Nein. Herr Klein ist der erste Mann von Frau Windorf. Ach so. Ja, und nun ist der Klein aus diesem Hotel verschwunden und vorgestern wurde er in einem Waldstück tot aufgefunden. Ich verstehe. Denn dadurch bekommt die Tatsache, dass Herr Gresco für zwei Tage in ein Hotel zieht und gerade in dieses natürlich für uns eine besondere Bedeutung. Was glauben Sie? Gibt es da eine besondere Beziehung zwischen Herrn Gresco und Herrn oder Frau Windorf? Beziehung? Da kann ich Ihnen nicht helfen. Beziehung? Nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Das heißt... Nein, ich bin mir ganz sicher, da gibt es keine Beziehung. Ja, was sagt denn Herr Gresco? Wir haben ihn noch nicht befragt. Aber das werden wir jetzt tun. Ja, das wär's schon, ne? Danke. Ich glaube, wir haben Sie doch gestört. Keinesfalls. Thank you.
Und jetzt Geisko. Wenn Sie nicht der Mörder sind, dann reden Sie jetzt. Mörder, sagen Sie. Mörder. Am Dienstag suchte ich Herrn Balke auf. Wir waren nicht verabredet, aber ich durfte kommen, wann ich wollte. Wir sind es noch, befreundet. Ich stand also vor seiner Haustür, klingelte. Es machte jedoch niemand auf, obwohl ich Geräusche gehört hatte. Ich wollte schon wieder gehen, als ich die Tür öffnete. Er sagte, Gresko, bei mir hat sich jemand umgebracht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er sagte, keine Polizei, bitte keine Polizei. Ich half ihm, die Leiche wegzubringen. Aber dann habe ich Bedenken bekommen. Ich dachte an die Beziehungen zwischen Balke und Frau Windorf. Ich wusste, dass sie seine Geliebte war, was sonst niemand wusste. Ich habe es durch Zufall erfahren und versprochen, den Mund zu halten. Daran dachte ich dann. Und dass ich vielleicht mehr wissen sollte über diesen Herrn Klein. Und aus diesem Grund sind Sie ins Hotel gezogen? Ja. Um sich umzuhören? Ja. Ich wollte wissen, wie weit ich mich vielleicht schuldig gemacht hatte, wenn es kein Selbstmord war. Das Labor hat den Text des Briefes sichtbar gemacht. Das ist ein Kollege von mir. Grüß Gott, Herr Balke. Grüße Sie. Guten Tag, Sie werden erwartet. Hier bitte. Ewald. Ich kenne Sie doch. Dieses Gesicht habe ich nie vergessen. Seinetwegen hat sich mein Vater scheiden lassen. Er war der Geliebte meiner Mutter. Ich habe Haftbefehle. Gegen Sie, Herr Balke. Und gegen Ihre Frau. Herr Klein kam nach München, um mit Ihrer Frau zu sprechen. Er wollte Sie um Hilfe bitten, um finanzielle Hilfe. Ihre Frau traf sich mit ihm in einem Café. Sie lehnte aber jede Hilfe ab. Herr Klein ließ nicht locker. Am Tage darauf erschien er in Ihrem Haus. Er wollte mit Ihnen sprechen. Ihre Frau verweigerte ihm den Zutritt. Sie lehnte es ab, weiter mit ihm zu reden. Dann fuhr sie weg. Herr Klein folgte ihr. Ihre Frau fuhr zu Herrn Balke. Naja, und so erfuhr Herr Klein eben, dass die Beziehung noch immer bestand. Verstehe. Dann hat er sie erpresst. Beide erpresst. Balke und meine Frau. Worauf sie beschlossen, ihn zu töten. Wir haben hier einen Brief gefunden.
Herr Klein hat Ihre Frau vor die Wahl gestellt, entweder gegen Geld zu schweigen oder aber Ihnen alles zu sagen. Hannah, liebe Hannah,